Was war der größte Fehler, den Sie je gemacht haben? Haben Sie etwas online bestellt, ohne die Maße zu überprüfen? Oder haben Sie vielleicht Ihr Jahrestag vergessen und Ihr Liebste, wurde richtig wütend? Nun, Sie können Ihnen erzählen, dass manche Leute noch viel größere Fehler machen, wie zum Beispiel Milliarden von Dollar verlieren, aus Versehen Boeing-Flugzeuge ins Wasser werfen oder einen Weltraumorbiter verlegen. Was wäre, wenn ich Ihnen anbieten würde, einen Staubsauger zu kaufen und als Bonus einen kostenlosen Flug von Europa in die USA zu erhalten? Das war tatsächlich ein echtes Angebot, aber in den 90er Jahren. Es gab diese Firma Hoover, die zu einem bestimmten Zeitpunkt so beliebt war, dass Hoovering im Vereinigten Königreich ein Synonym für Staubsaugen war. Doch dann wurde der Wettbewerb auf dem Staubsaugermarkt zu hart und sie wollten die Herzen ihrer Kunden zurückgewinnen. Sie haben sich also mit einem Reiseunternehmen zusammengetan und den Leuten angeboten, ihre Produkte für umgerechnet etwa 400 Euro zu kaufen und dafür zwei Hin- und Rückflugtickets von Großbritannien zu verschiedenen Zielen in Europa zu erhalten. Die Idee war erfolgreich und sie beschlossen, sie auf Ziele in den Vereinigten Staaten auszuweiten. Hoovers Fabriken mussten ohne freie Tage arbeiten, um der Nachfrage gerecht zu werden. Ich weiß, was Sie denken. Wie könnte sich das für das Unternehmen rentieren, wenn sie tatsächlich Tausende von Menschen über den Ozean bringen würden? Nun, sie haben so viele Regeln und Voraussetzungen eingeführt, um die Tickets zu beanspruchen, dass sie sicher waren, dass sich nicht viele Menschen bewerben würden. Aber sie lagen falsch. Selbst die Notwendigkeit, das Hotel in den Staaten zu buchen, bevor man die Tickets erhielt, hielt 300.000 Menschen nicht davon ab, sich zu bewerben. Als Ergebnis von all dem musste Hoovers Muttergesellschaft in den USA Millionen für all diese Tickets zahlen. Und dennoch erhielten Tausende von Menschen ihre Tickets nie. Und sie mussten Hoover Europe an einen italienischen Wettbewerber verkaufen. Volkswagen wurde einmal dabei erwischt, in Amerika Autos mit einer Abschalteinrichtung zu verkaufen. Diese hinterhältige Software in Dieselmotoren konnte erkennen, wann das Auto in einem Labor getestet wurde und schaltete in den Sicherheitsmodus um. Sie veränderte die Leistung des Autos, um zu demonstrieren, wie hervorragend es war. Sobald es wieder auf der Straße war, war der Motor erneut im Normalmodus, mit deutlich schlechterer Leistung und Emissionen, die bis zu 40 Mal höher waren als in den USA erlaubt. Das Unternehmen gab zu, dass etwa 11 Millionen ihrer Autos weltweit mit diesem Defeat-Device ausgestattet waren. Volkswagen musste etwa 350.000 der in den USA verkauften Dieselfahrzeuge zurückkaufen. Das sind wirklich viele Autos und man kann sie nicht einfach in den eigenen Garten stellen. Deshalb mussten diese Autos auf 37 abgelegene Lagerorte in ganz Amerika verteilt werden. Einer davon ist ein ehemaliges Fußballstadion in den Vororten von Detroit, ein anderer, eine alte Papierfabrik in Minnesota und es gibt auch ein riesiges Stück Land in der Wüste von Kalifornien. Stellen Sie sich all diese Autos vor, die dort stehen und Tag für Tag verrotten. So traurig. Im Jahr 1999 entschieden sich zwei Absolventen der Stanford-Universität, ihre Erfindung, eine Suchmaschine, die sie höchstwahrscheinlich täglich verwenden, zu verkaufen. Sie versuchten daraus ein großes Geschäft zu machen, doch es fehlte ihnen an Finanzierung. Daher hofften sie, dass jemand anders helfen würde, sie weltweit bekannt zu machen. Sie wussten, dass Excite, eine Meta-Suchmaschine, kürzlich zwei andere Suchmaschinen gekauft hatte. Sie wollten es versuchen und setzten den Preis auf 1 Million Dollar fest. Der CEO des Unternehmens, George Bell, lehnte das Angebot ab, auch nachdem sie zugestimmt hatten, den Preis um ein Viertel zu senken. Es klingt wie eine typische Geschichte des Scheiterns, aber was wäre, wenn ich Ihnen die Namen dieser beiden Absolventen nennen würde? Larry Page und Sergey Brin. Ja, ich spreche von den Gründern von Google. Im selben Jahr erhielten sie 25 Millionen Dollar von Investoren. Google wurde zur am häufigsten genutzten Suchmaschine weltweit. Alphabet, die Muttergesellschaft von Google, hat einen Gesamtwert von mehr als 2 Billionen Dollar. Falls du solche Zahlen nicht täglich jonglierst, 1 Billion hat 12 Nullen. Warum also würde George Bell ablehnen, etwas so Brillantes wie Google zu kaufen? Es stellt sich heraus, dass Larry Page wollte,
dass Excite alle anderen Suchtechnologien von ihrer Website entfernt und nur Google verwendet. Bell konnte es nicht zulassen, dass ein Anfängerunternehmer ihm Vorschriften macht. Außerdem sah er keinen großen Unterschied zwischen Google und ihrer bestehenden Suchmaschine. Excite wurde seit 2021 nicht aktualisiert und seien wir ehrlich, du hast noch nie davon gehört, oder? Im Jahr 2014 entgleiste ein Zug auf dem Weg von Wichita nach Washington im Bundesstaat Montana in der Wildnis. Es wurde niemand verletzt und der Vorfall wäre unbemerkt geblieben, wenn dieser Zug nicht die Rumpfteile von Boeings 737 transportiert hätte. Boeing verfügt über eine komplexe Lieferkette, sodass Teile aus verschiedenen Orten geliefert werden, bevor sie montiert werden. 19 der 90 Eisenbahnwagen entgleisten direkt in den Clark Fork River. Und so gingen drei Rumpfe unerwartet schwimmen. Das sieht man nicht jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit. Drei weitere wurden beschädigt. Alle Rümpfe wurden später verschrottet. Es war also ein Totalverlust. Da ein Boeing 737 etwa 90 Millionen Dollar wert ist, sprechen wir hier von 540 Millionen Dollar. Das entsprach 14% der monatlichen Produktion dieser Flugzeugart des Unternehmens. Der Zug, der all diesen Reichtum transportierte, fuhr definitiv nicht schnell, da auf diesem kurvenreichen Streckenabschnitt ein Geschwindigkeitslimit von 56 Kilometern pro Stunde gilt. Ein Experte von Boeing begann mit der Untersuchung dieses Falls. Sie dachten, es könnte an schlechter Zugführung durch den Zugführer oder unsachgemäßer Beladung und Stapelung der Wagen liegen. Simulationen zeigten jedoch, dass es wahrscheinlich durch eine Fehlausrichtung der Gleise verursacht wurde. Schwere Güterzüge können die Geometrie der Gleise verschlechtern und zack, die Gleise können nicht mehr so funktionieren, wie sie sollten. Das nächste Mal, wenn du wieder deine Schlüssel verlierst, denke daran, ein Mars-Orbiter ging einst im offenen Weltraum verloren. Habe ich erwähnt, dass der Orbiter 125 Millionen Dollar wert war? Es geschah alles, weil ein Ingenieurteam englische Maßeinheiten verwendete und das NASA-Team das metrische System nutzte, um das teure Gerät zu steuern. Also gingen die Navigationsinformationen irgendwo auf dem Weg vom Mars Climate Orbiter Team bei Lockheed Martin in Denver zum Flugteam im NASA-Labor in Pasadena, Kalifornien, verloren. Experten sagten, ein einziger Fehler wie dieser hätte nicht zum Verlust des Orbiters führen dürfen. Also muss etwas in ihrem System von Kontrollen und Gleichgewichten schiefgelaufen sein. Und so mussten die Ingenieure, anstatt den Eintritt des Raumfahrzeugs in die Marsbahn zu feiern, hektisch versuchen, etwas zu reparieren. Nach fast 300 Reisetagen zündete die Sonde ihren Motor und kam dem Mars zu nahe. Sie verbrannte jedoch nicht vollständig, daher setzte sie ihre Reise wahrscheinlich in die falsche Richtung fort. Vielleicht steuerte sie auf die Sonne zu. Der Orbiter hatte eine wichtige Mission, Daten über die Geschichte des Wassers auf dem Mars vom Mars-Polar Lander zu übermitteln. Jetzt wissen Sie, wen Sie dafür verantwortlich machen können, dass wir immer noch nicht zum roten Planeten umgezogen sind. Ein IT-Ingenieur aus Newport, Großbritannien, verbrachte 10 Jahre damit, seine verlorene Festplatte wiederzubekommen. Und nein, es liegt nicht daran, dass er 1 Million Fotos seiner Katze darauf hat, sondern weil fast 8000 Einheiten Kryptowährung darauf versteckt sind. Der Mann sagt, sie waren etwa 5 Millionen Dollar wert, als er sie versehentlich wegwarf. Mittlerweile beläuft sich der Wert auf etwa 285 Millionen Dollar. Die Festplatte mit diesem Vermögen befindet sich wahrscheinlich immer noch auf der städtischen Mülldeponie. Howells hat mehrere Bitten an den Stadtrat geschrieben, ihm den Zugang zur Müllhalde zu gewähren. Er versprach sogar, ein Viertel der gefundenen Gelder an die lokale Gemeinschaft zu spenden. Doch die Idee, den ganzen Müll auszugraben, begeistert sie nicht besonders. Oder vielleicht wollen sie selbst den Schatz finden. Howell machte einige Berechnungen und grenzte den Bereich ein, in dem sie graben müssten, basierend darauf, wie lange die Festplatte dort bereits lag. Er hofft, einen stillgelegten Abschnitt des Feuchtgebiets zu nutzen und mit Hilfe künstlicher Intelligenz diesen beim Transport auf dem Förderband zu scannen, um schließlich die Hardware zu finden. Entschuldigung, aber ich muss jetzt gehen. Ich muss einen Flug erwischen, der mich zur Mülldeponie in Newport bringt. Ich habe gehört,
Es ist zu dieser Jahreszeit dort sehr schön.